Thomas, du hältst ja jetzt das neue Mojo Berlin in der Hand, passend heute zu den Duftstars in Berlin. Schön in der trendy Aquafarbe. Was sagst du jetzt als Mode-Profi zu der Farbe? Also ich muss direkt erstmal sagen, mir gefällt die Verpackung 1A. Diese Farbe, ich muss es auch mal direkt hier raus aus der Verpackung nehmen oder da. Diese Farbe, das ist ja, erstmal riechen. Das riecht aber lecker. Das riecht ja genauso wie die Farbe ist. Das ist Agua. Richtig. Jetzt komme ich ja gerade von den Bahamas. Das haben wir ja gestern gerade im Fernsehen gesehen. Ja. Ja, wir waren ja da. Und das ist ja genauso wie das Wasser ist. Das ist ja genau wie das Wasser auf den Bahamas. Das ist ja der Hammer. Es riecht ganz lecker. Und könntest du uns jetzt auch als Modeprofi, ne, und du kennst dich mit Modeln aus, den Mojo-Look geben? Wie würdest du jetzt Mojo präsentieren? Also eher so den Magnum? Oder absolut, liebreizend. Genau. Nein, liebreizend. Liebreizend. Ich finde, die Mädchen müssen das anschauen und müssen sagen, das gebe ich nie mehr aus meiner Hand und müssen einfach damit spielen und müssen das einfach wie ein Handy. Die Mädels lieben ihre Handys. Richtig. Und Mojo werden sie auch lieben. Das ist die neue Liebe. Und die Mädels, ich kann nur sagen, von unseren Girls, sie lieben Glitzer. Und das war der Clou überhaupt, das in Glitzer zu machen. Nimm es mit. Kannst du heute Abend noch ein bisschen mit spielen und es lieben lernen? Ich lerne es lieben. Und was ich machen werde, ich werde es beim Finale den Mädchen direkt vorführen. Grandios. Damit die auch alle nicht nur gut aussehen, sondern auch gut riechen. Absolut. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Lecker.